Nach einem diplomatischen Schlagabtausch zwischen dem Kreml und der Türkei ist Russland bereit, das internationale Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine wieder einzuhalten. Moskau hatte den Deal Anfang der Woche aufgekündigt, nachdem Schiffe seiner Schwarzmeerflotte offenbar von Drohnen angegriffen worden waren. Das Abkommen war ursprünglich vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vermittelt worden. Er sagte jetzt in Ankara: Nach unserem Gespräch mit Wladimir Putin hat der russische Verteidigungsminister Shoigu unseren Verteidigungsminister angerufen und ihm mitgeteilt, dass die Getreidelieferungen jetzt wie geplant fortgesetzt werden. Erdogan hatte das Abkommen ursprünglich mit Russlands Präsident Wladimir Putin ausgehandelt. Der Kreml erklärte jetzt, Russland sei unter der Bedingung von Sicherheitsgarantien seitens der Ukraine bereit, wieder an dem Abkommen teilzunehmen. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sagte, Russland sei der Ansicht, dass die erhaltenen Garantien ausreichend seien und nehme die Umsetzung des Abkommens für den Transport von Getreide und Lebensmitteln aus ukrainischen Häfen wieder auf, die nach dem Terroranschlag von Sewastopol ausgesetzt worden seien. Auch am Montag und Dienstag hatten mehrere Schiffe die ukrainischen Schwarzmeerhäfen verlassen. An diesem Mittwoch waren keine Schiffstransporte geplant, wie die Organisation, die die Exporte überwacht, mitteilte.